bitte, aber mein Sohn ist manchmal ein Träumer. Alexander, denkst du, die Noten kommen von alleine wieder hoch? Übrigens Inka. Alex, ist das ein Shanty? Magst du solche Musik? Ich dachte ja eher Hip-Hop wäre so sein Ding, ne? Unser Mannschaftschor gibt am Dienstag ein Konzert für die Passagiere. Sie sind herzlich eingeladen. Wir denken drüber nach. Hm? Guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Klaus und Alexander. Ja, und der Nachname? Brenner. Ach, natürlich. Herzlich willkommen an Bord. Hat man Ihnen unsere Sonderwünsche durchgegeben? Ja, der Konzertflügel im Kaisersaal steht Ihnen täglich zur Verfügung. Aber nicht ich sitze dort, sondern er ist das Wunderkind. Ich bin kein Kind mehr. Ah ja. Schönen Aufenthalt. Danke. Oh Gott, das neue Crewmitglied. Übernimmst du mal? Ja, selbstverständlich. Na? Naja. Was machen wir eigentlich beim nächsten Landgang? Ich dachte, wir gehen shoppen. Gerne. Du hast übrigens letzte Nacht im Schlaf wieder geredet. Als Kind war es noch viel schlimmer. Da bin ich nachts sogar manchmal durchs Haus gewandelt. Da ist Beatrice mit dem neuen Pâtisseur. Pâtissier heißt es, nicht Pâtisseur. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Typ zuständig für die süßen Sachen und... Mein Gott, der ist wieder für gemacht. Jetzt guck doch mal. Grüß dich, Ingo. Das gibt's doch nicht. Benny Munk. Was? Du kennst ihn? Oh, der war mal mit meiner Freundin Petra zusammen. Oh, die Glückliche. Oh, der hat mich trotzdem bei einer Party angemacht. Und? Was ist passiert? Natürlich nichts. Ich mach doch nichts mit dem Freund von meiner Freundin. Auch nicht, wenn er so aussieht? Ach, hallo, kommt doch mal. Ihr beiden, darf ich euch einen neuen Kollegen vorstellen? Nicht nötig. Herr Munk und ich, wir kennen uns. Ach. Hamburg? Hotel Alsterbrücke. Nee, ich weiß schon. Ach, so ein Zufall. Maja, zeigen Sie doch dann bitte Ihrem alten Kollegen seine Kabine. Ja, mach ich. Ja, danke. Ja. Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Sandra. Mensch, freut mich, Sandra. Manny. Freut mich auch. Können wir? Ja. Seien Sie, durch welche dieser vielen Türen komme ich denn jetzt dahin? Hier vorne und die erste Kabine links. Dankeschön. Entschuldigung. Bitte? Das ist meine Tasche. Das ist... Tatsächlich, das ist Ihre Tasche. Das ist mir sehr unangenehm, da muss ich mich vergriffen haben. Schon gut. Kann ja passieren. Verzeihung. Ich hatte schon Angst, dass du gar nicht mehr kommst. Ich grüße dich von Herzen. Ich hatte noch Geschenke für ein Waisenhaus dabei. Und ehe das alles durch den Zoll war und an Ort und Stelle. Man muss Prioritäten setzen. Du musst dich nicht sorgen um mich. Der liebe Gott hat noch einiges mit mir vor. Ab jetzt setze ich die Prioritäten und die heißen für dich Erholung. Das Mannschaftsdeck hat auch einen eigenen Pool. Da hinten links. Okay, dann können wir ja mal zu zweit eine nette Poolparty starten. Bestimmt nicht. Ich? Früher warst du doch eine richtige Wasserratte. Verwechselst du mich mit Petra? Meiner besten Freundin, die du damals hast? Ja, nee, ich weiß schon. Aber ich hatte auch einen guten Grund dazu. Die hat nämlich zu mir gesagt, dass... Komm her. Wetten, du weißt gar nicht mehr, wer ich bin. Na klar, weiß ich noch, wer du bist. Hm? Na, du bist eben diese kühle, wunderbare Maya. Aber warst du damals nicht wasserstoffblond? Jeder macht mal Fehler. Thank you.
Tacoma, das ist Ihre Kabine. Herr Fahnen, wenn Sie es so fit haben. Ja, seit dem Fluge vergangen. Ach, ist das schön hier. So ein Luxus. Och. Der Herr gibt's den Seinen. Schade, dass du das gemacht hast. Was hat sie denn? Keine Ahnung. Captain, ich wusste ja gar nicht, Amelie? Dass wir selbst auf Nonnen eine solche Wirkung haben. Amelie, was ist los mit dir? Man wird nicht als Nonne geboren, nicht wahr? Es gibt immer ein Leben davor. Mit ein paar Freunden habe ich in den Tag hineingelebt. Und was wir zum Leben brauchten, das haben wir uns einfach genommen. Ihr habt gestohlen? Ja. Während dieser Zeit habe ich einen Mann kennengelernt. Einen professionellen Dieb. Und ich habe mich in ihn verliebt. Wir haben nur in den besten Hotels gelebt, in den schönsten Häusern. Da ist er überall eingebrochen. Ja, er hat immer nur das Wertvollste mitgenommen. Zuletzt war es so ein Diamant. Der war damals 2 Millionen D-Mark wert. Heute wahrscheinlich 2 Millionen Euro. Was ist passiert? Wir wurden erwischt. Ich habe ausgesagt und bekam dafür 2 Jahre. Er hat geschwiegen und musste für 6 Jahre ins Gefängnis. Und der Diamant? Der wurde nie gefunden. Warum hast du mir nie davon erzählt? Ach, Beatrice, ich denke mit so viel Scham an diese Zeit. Ich kann nicht so gut darüber sprechen. Er ist hier. An Bord. Der Mann, den ich geliebt und später verraten habe, er ist hier. Sandra, du stehst im Weg. Du hast ja eine Laune. Ich habe keine Laune, ich habe zu tun. Im Gegensatz zu diesen Schaumschlägern da drüben. Patissier heißt das. Das sind Zuckerbäcker. Vielleicht, wenn du Sahne schlagen kannst. Dazu brauchst du keine aufwendige Ausbildung. Die müsst ihr probieren, ihr müsst die... Gerne. Das ist ein Traum. Ja. Was ist denn das? Bayerische Creme. Ja, aber von mir verfeinert. Hier. Schmeckt flach. Wie bitte? Das ist eine großartige Creme, ja? Finde ich aber jetzt auch. Die ist süß, okay, aber irgendwie uninspiriert. Okay. Dann hast du halt keinen Geschmack. Sag mal, seit wann hast du eigentlich diese bittere Ausstrahlung? Konzerte wird es nun auf dieser Reise geben. Außer nach Abu Dhabi hat uns das Goethe-Institut auch noch nach Bahrain, Kairo und Tunis eingeladen. Das war der erste Preis im diesjährigen Bundesmusikwettbewerb. Oh, gratuliere. Danke. Herr Kapitän, Dr. Schröder, darf ich Ihnen Klaus und Alexander Brenner vorstellen? Der junge Mann hier ist ein richtiges Klaviergenie. Ja, ich müsste Sie dringend sprechen, Herr Kapitän. Ja, ja. Ja, vielleicht kommen wir ja doch noch in den Genuss eines Konzerts. Ja, warum eigentlich nicht? Schönen Tag noch. Entschuldigung. Was denn, ein kleines Konzert hier an Bord dieses Schiffes? Ist doch ganz nett, oder? Du hast gesagt, die Zeit der Gratisvorstellungen ist vorbei. Warum bist du in letzter Zeit eigentlich immer so streitsüchtig? Bin ich nicht. Mann, ich habe gedacht, wir machen hier auch mal ein bisschen Urlaub. Ist alles in Ordnung? Ich habe Kopfschmerzen. Was denn schon wieder? Thank you.
Maya! Hast du das Versehensucht nach mir nicht mehr ausgehalten? Es scheint ja dann doch nicht so uninspiriert zu sein. Du bist total verschmiert. Gute Nacht. Schlaf gewandelt. Und das ist dein Schnuffeltuch. BM. Benny. Na, dann wissen wir ja, wo du letzte Nacht verbracht hast. So ein Quatsch. Ey, den Typen, den würde ich nicht mal mehr mit der Kneifzange anfassen. Was für ein Arschschmerz ist das? Stechend oder pochend? Pochend. Dumpf. Haben Sie öfter solche Beschwerden? Sie können mich ruhig duzen. Noch bin ich nicht volljährig. Aber bald. Wie viele Stunden am Tag spielst du? So 6 Stunden. Oh, das ist aber zusammen mit der Schule ein ganz schönes Tagesprogramm. Alexander ist schon nach der 10. Klasse abgegangen. Seitdem unterrichte ich ihn alleine. Ich bin selbst Pianist und Musikpädagoge und achte schon darauf, dass das Verhältnis stimmt. Zwischen konzentriertem Üben und ausreichender Entspannung, meinen Sie, ja? Alexander, stell mich hier bitte nicht als Drillmeister hin. Du wolltest mit der Schule aufhören. Mir wäre lieber gewesen, du würdest nicht alles auf eine Karte setzen. Auf einmal, ja. So, davon bitte täglich eines, ganz harmlos, nichts weiter als ein Vitaminmix. Wenn alles nichts mehr hilft, eine Kopfschmerztablette, aber nur eine am Tag. Gut, das machen wir, danke. Aber ich denke, Sie beide sollten sich ein bisschen zu entspannen versuchen. Wissen Sie, wir haben hier an Bord Yogakurse und Sie sollten unserer Yogalehrerin eine Chance geben. Inka macht das großartig. Auch das werden wir machen. Dankeschön. Bitte. Wann ist denn die nächste Stunde? Oh, bitte fragen wir mal Rezeption nach, ja? Danke. Peter. Ja? Amelie? Schwester Amelie. Eine Freundin, die hier an Bord arbeitet, hat mich auf die Reise nach Dubai eingeladen. Ich steige dort aus. Tu mir einen Gefallen und geh mir bis dahin aus dem Weg. Sprich mit mir. 6 Jahre, Amelie. Du hast mir 6 Jahre meines Lebens genommen. Mir ist egal, was du trägst oder mittlerweile bist. Wenn du Absolution willst, wende dich an deinen Chef. Von mir bekommst du sie nicht. Der Herr hat uns beiden verziehen. Wie schön für ihn. Und für dich. Du hast mir nie auf meine Briefe geantwortet. Weil ich sie nicht gelesen habe. Warum bist du hier an Bord? Um mich zu erholen. Und zu vergessen. Wenn du jetzt also bitte... Peter, wir wären auf jeden Fall verhaftet worden. Wir hatten eine Chance zu entkommen. Nein, das glaube ich nicht. Amelie, warum ausgerechnet Nonne? Die Zeit im Gefängnis hat mich verändert. Sag mir die Wahrheit, Peter. Warum bist du hier an Bord? Du hast Angst, dass ich irgendetwas vorhabe. Ich kann dich beruhigen. Nach 6 Jahren will man nur noch die Sonne genießen, das Meer riechen und möglichst weit weg sein von allem, was an die Vergangenheit erinnert. Noch eine Gefängnisstrafe würde ich nicht überleben. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich war geschockt, dich hier zu sehen. Aber ich bin auch froh darüber.
Wir hatten nie die Möglichkeit, über alles zu reden. Ich wollte mit dir alt werden, Peter. Du warst die Liebe meines Lebens. Jetzt ist es Gott, wie ich sehe. Ja. Du gibst es bis heute nicht aus der Hand. Es gehörte meiner Großmutter, später meiner Mutter. Und jetzt ist es mein Leben. Es war das Einzige, woran ich mich im Gefängnis festhalten konnte. Ich kann es immer noch nicht fassen. Eine leibhaftige Nonne. Was ist aus der alten Amelie geworden? Ein bisschen was davon ist noch da. Deine Finger sind immer noch verdammt flink. Ich arbeite viel mit jungen Leuten zusammen. Die muss man ab und zu mit ein paar Zaubertricks überraschen und wieder wachrütteln. Jo. Entschuldige. Ja, Grummer hier? Ach, Yusufan. Es klappt alles. Wir werden pünktlich da sein. Und beim Einatmen ins Hohlkreuz durchatmen. Entschuldigung? Bin ich hier richtig beim Yoga? Ja, natürlich. Ihr macht bitte weiter, immer schön in die Dehnung gehen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen, Alex. Ich habe gehört, du bist ein richtig begabter Pianist. Geht so. So, und wir hören jetzt auf, kommen langsam nach oben. Bitte langsam, dass euch nicht schwindelig wird. Und da wir heute richtig ruhigen Seegang haben, machen wir zum Abschluss den Krieger. Rechtes Bein parallel, ihr kennt das. Linkes Bein schräg und in die Dehnung gehen. Becken parallel. Alex macht mit, ne? Arme nach oben, tief in den Bauch einarbeiten. Schulter nach unten, bitte. Und Kopf links. Spannung halten. Ruhig weiteratmen. Entschuldigung, ich bin schlafen. Was gibt's denn da zu grüßen? Dicken Kopf. Nee, wieso? Naja, du hast dir gestern Abend ein ganz kleines bisschen angetüdelt und ehrlich gesagt auch ziemlich unersättlich. Du konntest gar nicht genug kriegen. Wie bitte? Und jetzt tu mal nicht so, als wenn du dich nicht erinnerst, ja? Du hast die ganze Schüssel leer gemacht, bis zum letzten Löffel. Wirklich? Ja. Ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, dass du die ganze Creme leer gemacht hast. Ach so, ja, das Dessert. Ich meine natürlich dein Dessert. Ja, na klar. Ich war ziemlich überrascht. Sag mal, hast du mein Tuch noch? Ist in der Wäscherei. Okay. Und sonst? Ich meine, war das alles? Wie alles? Der Gentleman genießt und schweigt. Ist vielleicht doch besser so. Na endlich, sag mal, wo bleibst du denn? Ach, guten Tag, Herr Brenner. Hallo. Alexander hat mich eingeladen, Ihnen beim Spielen ein bisschen zuzuhören. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Normalerweise haben wir keine Zuhörer beim Üben. Normalerweise üben wir auch nicht auf einem Schiff. Gut, wenn Alexander es Ihnen versprochen hat, dann sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Gut, dann legen wir los. Du, was willst du hören? Mozart, Beethoven, Rachmaninoff? Rachmaninoff, wir sind hier kein Wunschkonzert. So. Bitte. Fällt dir eigentlich ein, einfach jemanden einzuladen, ohne mich vorher zu fragen? Das war eine spontane Idee. Mann, du fragst mir doch auch nie, ob mir was passt oder nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Geht es immer noch um dieses Konzert hier an Bord? Es geht ums Prinzip. In 2 Monaten bin ich 18 und du bestimmst immer noch alles. Dabei... Dabei was? Wer übt denn den ganzen Tag? Wer steht abends auf der Bühne? Du oder ich? Und wer steht dahinter? Glaubst du, du hättest das alles ganz alleine geschafft? Ich mach das alles doch nur für dich. Ach, Papa, das glaubst doch auch nur du. Das wäre für die Mittelgala, schauen Sie mal. Sind das so recht? Ja, finde ich gut. Was war das? Ich schau mal nach. Och Gott, die arme Möwe. Beatrice, Sie sollten doch wissen, wie eine Möwe aussieht. Das ist ein Falke. Wirklich? Ich habe noch nie einen Falken gesehen. Was ist mit ihm? Er ist vielleicht verletzt. Wir sollten den Doc rufen. Dr. Schröder ist kein Tierarzt. Ach, sind Sie sicher?
Beatrice, das sind sehr wertvolle Tiere. Die Falkenjagd ist ein wichtiger Bestandteil der arabischen Kultur. Ist auch heute noch bei den Beduinen sehr beliebt. Er hat sich bewegt. Ach Gott, du armer Falke. Ich habe ja schon einiges erlebt, aber Sie beide, das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Kenne ich Sie? 6 Jahre sind eine lange Zeit. Ich habe Sie zuerst nicht erkannt, Frau Kerrer. Bis ich Sie zusammen mit Ihrem alten Freund Peter Gromer gesehen habe. Steinacker. Ich bin Privatdetektiv und arbeite für eine große Versicherung. Mein Beruf ist es, Leute wie Sie so lange zu jagen, bis wir die Beute haben und der Dieb hinter Schloss und Riegel sitzt. Wir haben beide unsere Strafe verbüßt. Und sind gerade dabei, eine neue Straftat zu begehen. Wo ist der Diamant? Dachten Sie wirklich, Sie beide könnten mit einem so wertvollen Stein einfach verschwinden? Es gibt den Diamanten nicht mehr. Ihre Kollegen haben jahrelang danach gesucht. Und Sie beide sind zufällig, kurz nach Gromers Entlassung, hier an Bord auf dem Weg nach Dubai. Er als der elegante Geschäftsmann und Sie als die biedere Nonne. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ich halte niemanden für dumm. Auch wenn Sie davon ausgehen, dass ich Ihnen etwas vormache. Ich weiß nicht, wo der Stein ist. Erzählen Sie das dem Richter. Ich bin neugierig, wie Ihre Vorgesetzten darauf reagieren, wenn Sie ausgerechnet in Dubai eine unschuldige Nonne verhaften lassen. Könnte es sein, dass sich Gromer in Dubai mit einem Diamantenhändler trifft? Was hat er Ihnen erzählt? Dass er sein Leben verändern wird? Dass ihn der Knast geläutert hat? Ich habe Gromer mein Leben lang verfolgt. Er ist ein Dieb und er bleibt ein Dieb. Sie irren sich. Warum trifft er sich dann in Dubai mit einem Diamantenhändler? Um ihn einen Verlobungsring zu kaufen? Wenn Sie tatsächlich eine Nonne sind, wäre das die pure Geldverschwendung. Wo ist der Diamant? Ich weiß es nicht. Dann finden Sie es heraus. Es ist mir egal wie. Sobald Gromer in Dubai den Diamant einem Hehler übergibt, wird er festgenommen. Dafür sorge ich. Also, entweder Sie helfen mir, den Diamant vorher zu finden, oder Sie gehen beide zurück ins Gefängnis. Wenn ich den Diamanten finde, kann er dann in Frieden leben? Na, ich möchte Ihr Wort. Im Namen des Herrn. Sie haben mein Wort. Was der Herr davon hält? Nein. Ich kann nichts feststellen. Er hat keine sichtbaren Verletzungen. Ich nehme an, das Tier hat gegen einen starken Aufwind sich abgekämpft, hat einen Schwächeanfall erlitten und ist dann hier sozusagen bei uns notgelandet. Schwächeanfall? Ist es ein Weibchen? Auch Männer werden manchmal schwach, Beatrice. Nein, aber im Ernst, ich weiß es nicht. Ich bin kein Tierarzt. Sag ich doch. Was ist das für ein Ring? Der sieht nicht gerade nach Modeschmuck aus. Mit Sicherheit ein Hinweis auf den Besitzer des Tieres. Ich habe mit dem Hafenagenten telefoniert. Er sagt, so ein Vogel kann gut und gerne 150.000 Euro wert sein. Er wird sich erkundigen, wo so ein Tier vermisst wird. Aber bis Dubai muss der Falke natürlich an Bord bleiben. Ja, aber wohin mit ihm? Beatrice, Sie sind doch so ein netter, hilfsbereiter Mensch. Nein, Captain, nein. Was ich damit sagen will, am besten wäre der Falke natürlich bei Ihnen aufgehoben. Ich meine, in Ihrer Kabine untergebracht. Sie haben doch Tiere so gern. Er muss ja auch gefüttert werden. Ja, es wäre ja auch nur für ein paar Tage. Nur für ein paar Tage. Wirklich, immer ich. Naja, einen Vogel habe ich angeblich immer schon gehabt. Jetzt weiß ich wenigstens, wie er aussieht. Komm, Falke. So machen wir es uns gemütlich. Willkommen an Bord. Amelie. Ich sehe, du kannst es noch. Oder soll ich Schwester Amelie sagen? Warum reist du ausgerechnet nach Dubai? Ab! Warum nicht? Du hast immer Südfrankreich geliebt. Oder die Karibik. Aber nach 6 Jahren im Gefängnis ist es ausgerechnet Dubai. Menschen ändern sich. Das ist zu hoffen, Peter. Worauf willst du hinaus?
Hast du ihn noch? Nein. Du hast mir mal versprochen, mich nie anzulügen. Er befindet sich nicht in meinem Besitz. Zufrieden? Danke. Glaub's mir nicht. Seltsam. Ich habe immer noch Angst um dich. Wie unbegründet ist. Bitte. An jedem Punkt seines Weges kann man eine neue Richtung einschlagen. Es ist nie zu spät. Dann lass es uns noch mal versuchen. Verbringe den Rest deines Lebens mit mir, wie wir es geplant hatten. Ich habe meine Liebe gefunden, Peter. Sie gehört dem lieben Gott. Dann schwöre bei ihm, dass du nichts mehr für mich empfindest. Oder sag's mir direkt ins Gesicht. Das reicht auch. Wenn du mich noch lieben würdest, hättest du meine Briefe gelesen. Warum bist du ins Kloster gegangen? Aus Liebe zu Gott oder aus Liebe zu mir? Vielen Dank für deinen super Einstand. Ja. Die Crew hier von MS Deutschland bedankt sich ganz herzlich und wünscht dir viel Erfolg und eine schöne Zeit hier auf dem Schiff. Prost! Prost, Leute. Also, freut mich total, hier zu sein. Ich finde, heute Abend lassen wir es mal krachen. Da hinten gibt's Kalbis und jetzt geht's los. Hey. Hey. Sag mal, warst du schon mal in den Emiraten? Ja. Ich habe nämlich Landgang. Ah, echt? Ich auch. Ich bin eingeladen in eines der besten Hotels der Welt in Abu Dhabi. Wirklich? Ja, Emirates Palace. Mein alter Chef hat mir noch einen Gefallen schuldet. Da hat er mich eingeladen. Wow, das ist ja toll für dich. Ja? Ich gehe mit Maya shoppen. Ach Quatsch, shoppen ist doch total langweilig. Ey, komm doch mit in das Hotel. Das ist der absolute Oberhammer. Wow, ja. Danke. Ja, klar. Aber weißt du, wenn Maya sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie echt schwer davon abzubringen. Echt? Ja. Das sind bei uns ähnlich. Haben Sie denn nicht noch ein bisschen Kaninchen oder Fasan? Wie wär's denn mit einem schönen Stück saftigen Kotelett? Da, wo der herkommt, wird kein Schweinefleisch gegessen. Hat er Ihnen das gesagt? Wenn er sprechen könnte, wär's ein Papagei. Na, und hat's dir gefallen? Die meisten Songs will ich jetzt nicht unbedingt runterladen. Aber du warst echt toll. Naja, bei uns steht eben mehr der Spaß im Vordergrund. Das merkt man. Den Spaß meine ich. Diese Lust, zusammen zu singen. Musik setzt eben positive Energien frei. Mensch, aber Alex, das kennst du doch auch von deinen Konzerten. Klar. Ich meine, es ist schon toll, wenn du merkst, wie die Leute mit einem mitgehen. Aber nach dem Konzert bin ich wieder allein. Hast du keine Freunde zu Hause? Doch, aber die sehe ich kaum noch. Ich bin fast immer unterwegs. Und was ist mit deiner Mutter? Sie ist gestorben. Da war ich 8. Sie war auch Pianistin. Aber das ist schon lange her. Und was ist mit dir? Ich meine, du bist doch auch ständig unterwegs. Was sagt denn dein Freund dazu? Mein Bräutigam ist die See. Und nur ihr kann ich treu sein. Jedes Schiff braucht einen Hafen, heißt es. Alex, und wir brauchen jetzt beide eine Mütze Schlaf. Und wir sehen uns morgen beim Yoga. Gute Nacht. So, das war Perlhuhnbrust. Jetzt gibt's noch ein Leckerchen. Gänseleber. So. Mhm. Wenn du eine Katze wärst, würdest du jetzt schnurren. Gute Nacht, Falke.
Schlaf schön und weck mich nicht vorm Frühstück. Wie wär's mit ein bisschen Musik? Mozart? Bald bist du wieder frei. Kannst du wieder fliegen und jagen. Eigentlich schade. Könnt mich an dich gewöhnen. Gute Nacht, Falke. Vergib mir. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Amelie, es ist Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Und darüber sollten wir nicht leichtfertig hinweggehen. Aber mit Schicksal kennst du dich aus. Ja, Peter. Aber es tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Später. Der Agent hat herausgefunden, wohin unser Falke gehört. Oh, sogar mit Foto. Ja, das scheint tatsächlich unser Vogel zu sein. Ja, natürlich. Schauen Sie mal da, der Ring. Es handelt sich also um den Falken seiner Exzellenz des Scheichs Yusuf Hamad al-Sarani. Seine Exzellenz ist bereits informiert. Ein Scheich. Ich bin beeindruckt. Ja, Scheichs gibt es solche wie Sand am Meer. Sie haben ja nur Angst, dass der mich in seinen Harem einlädt. Na, da sei Allah vor. Entschuldigung, ich habe verschlafen. Jetzt gib doch zu, dass ich dir schlaflose Nächte bereite. Hör du bitte auf zu glauben, dass du der Nabel meiner Welt bist. Mensch, ey, und ich habe mir schon solche Hoffnungen gemacht. Allerdings, wenn ich meine Anwesenheit nicht aus der Ruhe bringe, dann können wir den Landgang auch ohne Probleme zusammen machen. Tut mir leid, aber ich bin schon mit Sandra verabredet. Ach echt? Ich auch. Hey, Sandra. Hey, Benny. Sag mal, was fällt dir ein, ohne Rücksprache mit mir eine Tour mit Benny auszumachen? Wow, was denn? Was regst du dich auf? Ich dachte, er ist dir egal. Ja, eben. Und deshalb will ich auch nicht mehr Zeit als unbedingt nötig mit ihm verbringen. Ist doch sehr nett von ihm, uns das Land zu zeigen. Benny ist nie einfach nur nett.
Amelie! Was ist denn? Ein Anruf für dich. Mitten auf dem Meer? Über Satellit, deine Ordensschwester. Ja, Schwester Margareta. Oh, ihr seid ja verrückt, mich hier anzurufen. Das ist wahrscheinlich unermesslich teuer. Natürlich freue ich mich, von euch zu hören. Ja. Mein Cousin? Ich habe gar keinen. Wann war er denn da? Oh. Nein, 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 nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist kein Zufall, dass Peter an Bord ist. Er war im Kloster und hat sich nach mir erkundigt. Wann? Kurz nachdem ich abgereist war. Und da hat man ihm erzählt, dass du mit der Deutschland unterwegs nach Dubai bist. Er wusste von Anfang an, dass ich hier bin. Der Detektiv hat recht. Der Diamant muss hier irgendwo versteckt sein. Peter wäre nicht ohne ihn an Bord gegangen. Aber wieso geht er dieses Risiko ein und fährt mit einem gestohlenen Diamanten quer durch die ganze Welt? Er hat meine Briefe gelesen. Die Briefe, die ich ihm ins Gefängnis geschickt habe. Er hat behauptet, er hätte sie nie gelesen, aber das stimmt nicht. Er hat sie gelesen. Du glaubst, er macht das alles nur deinetwegen? Den Diamanten in Dubai verkaufen und dich dann überreden, mit ihm zu verschwinden? Ich weiß im Moment nicht. Beatrice, ich habe immer fest daran geglaubt, ich bin aus Liebe zu Gott ins Kloster gegangen. Aber vielleicht hat Peter recht. Und ich habe es aus Liebe zu ihm getan. Als die Polizei damals vor eurem Haus stand, da hast du dich für euch beide entschieden. Du hattest gar keine andere Wahl. Jetzt hast du eine, Amelie. Das glaube ich jetzt nicht. Das sieht ja aus wie ein Staatsbesuch. Ich fürchte, so etwas Ähnliches ist es auch. Seine Hoheit Scheich Yusuf de Mohammed Zarani. Er reist, um seinen Falken abzuholen. Heißen Sie ihn willkommen. Eine Ehre, Eure Exzellenz begrüßen zu dürfen. Ich bin der Kapitän dieses Schiffes, Jakob Paulsen. Und das ist Dr. Schröder. Die Freude ist auf meiner Seite. Sie sind der Arzt, der meinem Lieblingsfalken das Leben erhalten hat. Ja, nicht so direkt. Eigentlich war es Beatrice. Unsere Chefhostess. Sie hat das Tier gepflegt und gefüttert. Ich danke Ihnen. Da freut sich aber einer. So, Falke, jetzt bist du bald wieder zu Hause. Ich bin Beatrice. Guten Tag, Exzellenz. Also, ich hatte zuerst große Sorgen, weil er nicht fressen wollte, aber dann... Er mag so gern Gänseleber, wussten Sie das? Und Mozart. Ich habe ihm abends zum Einschlafen immer Musik vorgespielt. Er liebt Mozart. Ich auch. Sie sind sicher froh, dass er wohlbehalten wieder zurück ist. Haben Sie ihn sehr vermisst? Ich weiß in Ihrer Sprache nicht genügend Worte, um Ihnen zu danken. Das ist schon okay. Da nicht für, wie der Hamburger sagt. Sein Name ist Ajnahad Ruhe. Ajnahad Ruhe. Ja, du, dann vergiss mich nicht, du Falke.
Herr Kapitän, erlauben Sie, dass ich mich bei Ihrer Mitarbeiterin mit einer Einladung zur Falkenjagd bedanke. Es ist uns eine Ehre. Beatrice, würden Sie mir die Freude machen, meine Einladung anzunehmen? Ja klar, toll. Danke, Captain. Sie wissen ja, wann wir wieder ablegen. Meine Herren, Exzellenz. Beatrice. Exzellenz. Amelie, was ist passiert? Beatrice, ich werde den Diamanten finden. Mit allen Mitteln, wenn es sein muss. Aber mach dir keine Sorgen. Amelie, du hast die Nonnentracht abgelegt. Heißt das? Ja. Wir können los. Na komm, es wird Zeit. Okay. Es geht los. Steinacker hier. Ich hab sie verloren. Ja! Ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Much too much. Make me a better price. Good price, Mann. Half price is too much. Hier, riech mal. Was ist das? Das ist Weihrauch. Mhm. Gehen wir. Wohin? Vertraust du mir? Ich hab dir vertraut, Amelie. Bis zuletzt. Ich heiße Sie willkommen und freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Ich bin platt. Entschuldigen Sie bitte, das heißt so viel wie... Danke. Das heißt sowas wie... Ich weiß, was das heißt. Ich habe 3 Semester in Deutschland studiert. Kneifen Sie mich mal. Ich komme mir vor wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Thank you. Shukran. Shukran. Kommen Sie. Das ist ja unserer. Entschuldigen Sie, ich meinte natürlich. Ja, das ist unserer.
Ihre Worte erfreuen mich. Ich grüße dich, Ajanaha Rui. Das haben Sie sich gemerkt? Na klar, man muss doch wissen, wie seine Freunde heißen. Ajanaha Rui, was bedeutet der Name? Flügel meiner Seele. Ich glaube, ich verstehe. Ja, ich glaube, dass Sie das verstehen. Ich habe mit diesem königlichen Geschöpf geredet wie mit einer kranken Katze. Ja, das war gut so. Möchten Sie mal? Klar. So ist's richtig? Der kennt mich noch. Der hat mich wiedererkannt. Wir haben sein Herz erobert. Ich werd verrückt. Das glaubt mir keiner. Ajanaha Rui. Also vor 40 Jahren war Abu Dhabi noch ein kleines verschlafenes Fischerdorf und heute ist es eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt und die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Wow, was du alles weißt. Ja, kannst du mal sehen. Steht in jedem Reiseführer. Den habe ich auch extra für euch auswendig gelernt. Ist doch süß von ihm. Was findest denn du eigentlich süß an einem Mann? Wenn er ehrlich ist. Apropos ehrlich. Es gibt hier quasi keine Kriminalität. Durch das Öl sind die Emirate so reich, dass sie quasi alle Arbeit finden. Deswegen sind auch 80% der Bevölkerung Gastarbeiter. Und hier auf diesen Baustellen, da wird in 3 Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Und wo wir jetzt hinfahren, da haltet euch mal fest. Jetzt hört mal schön gut zu. Also die Sheikh Zayed Grand Mosque ist die größte Moschee der Welt. In den Gebetshallen da drüben haben ungefähr 40.000 Gläubige Platz. Wow. Ja, ja. Der Gebetsteppich ist der größte der Welt und darüber hängt natürlich der größte Kandelaber der Welt. Warum sind wir eigentlich nicht zuerst ins Hotel gefahren? Ich dachte, ich zeig euch vorher noch ein bisschen was. Außerdem müssen wir uns ja auch noch über die Zimmeraufteilung unterhalten. Wie bitte? Naja, also mein alter Chef meint es besonders gut mit uns und da hat er uns halt eine Suite zur Verfügung gestellt und jetzt weiß ich halt nicht, ob wir da 2 oder 3 Schlafzimmer haben. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann mir mit jemandem das Zimmer teilen. Ja, ganz bestimmt. Und zwar mit mir. Netter Versuch, aber völlig zwecklos. Das schauen wir mal. Aufwärts. Ja, ja, das wäre großartig. Danke, danke. Wo fahren wir hin? Zu einem Hehler, der den Diamanten für dich verkauft? Ich war 6 Jahre im Gefängnis. Und wovon muss ich erleben? Wie wäre es mit ehrlicher Arbeit? Ich kann nichts anderes, Amelie. Mit dem Geld könnten wir ein neues Leben anfangen. Wir? Du hast eine Menge von mir gelernt und bei der Durchsuchung meiner Kabine kaum Fehler gemacht. Ich will dein Leben retten. Darum habe ich das gemacht. Wieder mal. Ja, irgendjemand muss es doch machen. Hast du mich deshalb an Steinacker verraten? Er ist doch schon hinter dir her. Und er wird nicht locker lassen, bis er den Diamanten hat. Und dich. Es war kein Zufall, dass du auf dem Schiff warst. Und jetzt führst du mich hierher? Obwohl du weißt, dass Steinacker uns verfolgt. Peter, warum dieses Risiko? Als wir damals in dem Haus in der Falle saßen, da musste ich den Diamant an einem Ort verstecken, den die Polizei nicht finden, an den ich jederzeit zurückkehren konnte. Ich wusste, dass das Kreuz ein Erbstück ist. Dass du es nie aus der Hand geben würdest. Was machst du? Na. Das perfekte Versteck. Ich hatte ihn die ganze Zeit.
Schneller! Come on! Faster! Wusste ich doch. Hast du mir gesagt, man kann jederzeit die Richtung ändern? Ich ändere sie. Wenn der Stein verkauft ist. Das wirst du nicht, Peter. Und du weißt es. Leg ihn mir in diese Hand. Peter! Oma, lassen Sie die Waffe fallen. Schwester, sagen Sie ihm, dass er eine Menge Ärger kriegt, wenn er auf mich oder die Polizisten schießt. Um Himmels Willen, wollt ihr euch jetzt gegenseitig umbringen? Sie können gehen. Mich interessieren nur Groma und der Diamant. Groma, seien Sie vernünftig. Kommen Sie zu uns aufs Boot. Aber den Diamanten habe ich jetzt. Sie haben mir versprochen, Peter laufen zu lassen, wenn Sie diesen verteufelten Stein bekommen. Das war, bevor Sie mit ihm verschwinden wollten. Los, machen Sie schon. Schwester, geben Sie Groma den Diamant. Also, entweder halten Sie sich an die Abmachung oder diesen Stein gibt es gar nicht mehr. Das tun Sie nicht. Ohne Diamant kein Beweis und ohne Beweis ist Peter ein freier Mann. Oh, ich glaube, ist cool. Damit kommen Sie niemals durch. Oh doch. Mit Gottes Hilfe. Okay. Okay, er kann gehen. Mach was draus. So viele Chancen, das Richtige zu tun, kommt vielleicht nicht mehr. Kann man auf Gott eifersüchtig sein? Natürlich kann man. Der Diamant. Werden Sie glücklich damit. Jetzt fängt gerade Alexanders Konzert an. Ich hatte den Eindruck, der Junge wäre lieber ganz woanders. Na, hier bei Ihnen. Was wollen Sie damit sagen, Doc? Na, hören Sie mal, so wie der Sie anschaut, wahrscheinlich sind Sie seine neue Muse. Hm? Ist nur eine kleine Schwärmerei. Nichts weiter. Ja, ja. Nein, das ist wie bei... Ja, wie bei Tausend und eine Nacht. Maja, jetzt sag doch auch mal was. Ist schön. Okay, aus deinem Mund nehme ich das jetzt einfach mal als Kompliment. Das Hotel hat insgesamt über 3 Milliarden Euro gekostet, ist circa dreimal so lang wie der Buckingham Palace. 1200 Angestellte aus 47 Nationen kümmern sich um 700 Gäste. Naja, und 250 Leute sind ausschließlich dafür da, die Mammutfußböden zu pflegen. Ach ja, und dich dürfte interessieren, dass es hier insgesamt 82 Küchen gibt. 82? Das ist viel.
die Dame, es tut mir wirklich total leid. Die Suite hat wirklich nur 2 Schlafzimmer. Ich nehme das Kleine. Und wir nehmen das Große! Mal wissen, was du angestellt hast, dass dir jemand so einen Gefallen schuldig ist. Versprichst du mir, dass du es für dich behältst? Ich habe dem Direktor ein Dessert kreiert, mit dem er seine Frau rumgekriegt hat. Willst du es mal probieren? Nein. Alex, wo bist du denn? Hörst du das? Die Leute trampeln immer noch. Alex! Mein Gott, du warst großartig, wie ich gesagt habe. Es wird ein Triumph. Alex. Das macht irre viel Spaß. Also nur über meine Leiche. Ja, mit wem soll ich denn dann fahren? Ja, wie wärst du mit diesem jungen Mann hier? Ne? Sag mal, Alexander, was machst du denn hier? Und was ist mit deinem Konzert? Ein Erfolg auf ganzer Linie. Zur Belohnung hat mir mein Vater diesen Ausflug hier geschenkt. Wieso? Ist der auch hier? Nee, der ist nicht so der Abenteuertyp. Ach, aber dich lässt er ganz allein hierher, ja? Er weiß ja, dass ich in guter Gesellschaft bin. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mein Papa hat mir einen Fahrer besorgt. Und, was habt ihr schon alles gemacht? Bisher nur Kamelreiten. Ja, Inka war gerade dabei, mich zu einem Ausland auf diesen Kotz zu überreden, aber das ist nichts für mich. Vielleicht hättest du Interesse daran. Ja klar, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist echt fett. Ein Ritt auf dem Feuerstuhl. Das ist echt der schönste Tag meines Lebens. Na, jetzt übertreibst du aber, oder? Ja, aber es ist aber so. Ich fühle mich unglaublich leicht und lebendig. Ja, ich kenne das vom Yoga. Wenn man so ganz in einer Sache aufgeht, dann verschwindet einfach alles um einen herum. Das geht dir doch auch so. Ist doch wie beim Klavierspielen, oder? Ja, manchmal. Manchmal, wenn ich ein neues Stück probiere und ich übe und übe und ich komme nicht richtig rein. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn dann der Knoten platzt, das fühlt sich gut an. Aber jetzt ist es noch besser. Komm, lass uns ins Hotel, bevor es dunkel wird, hm? Wollen wir nicht noch so lange hierbleiben? Ich kann dir auch alle Sterne zeigen. Wirklich alle, ja? Ja. Als meine Mutter gestorben ist, hat mir mein Vater erzählt, dass sie jetzt auf einem Stern lebt. Wenn ich nicht schlafen konnte, haben wir zusammen die Sternbilder auswendig gelernt und überlegt, auf welchem Stern sie gerade zu Besuch ist. Lass uns fahren.
Herr Dr. Schröder? Oh, Herr Brenner, ja, es ist eine Überraschung, dass Sie auch noch zu uns stoßen. Was heißt denn hier auch noch? Ist mein Sohn Alexander bei Ihnen? Ja, das heißt nein. Was denn nun? Ja, er ist noch mit Inka unterwegs. Eigentlich wollten Sie zum Essen wieder zurück sein. Wie konnten Sie so etwas zulassen? Denn im Moment, ich denke, Sie haben Alexander diesen Ausflug geschenkt. Der ist von ganz allein weggefahren, ohne mich zu fragen. Da hättest du mir doch sowieso nicht erlaubt. Nein, ganz bestimmt nicht. Siehst du? Warum hätte ich dich dann fragen sollen? Ja, das diskutieren wir, wenn wir wieder auf dem Schiff sind. Komm. Ich bleib heute Nacht hier. Wie bitte? Ich bin fast erwachsen und ich will... Dann benimm dich auch erwachsen, wenn du erwachsen sein willst. Hör mal, ich habe mir Sorgen gemacht. Um was? Um deinem Leibeigenen? Deine Mutter und ich, wir haben dich nie zu etwas gezwungen. Aber auch nie eine Alternative geboten. Hör mal, ich habe es Mutter versprochen. Lass Mama da raus! Alex, hast du dich verletzt? Vorsicht. Da, zeig mal her. Ja, nein, gebrochen ist nichts. Aber wir werden zur Vorsicht auf dem Schiff eine Röntgenaufnahme machen. Wir müssen sicher gehen, dass nichts gebrochen ist. Ich darf gar nicht daran denken. In einer Woche hat er Konzert in Kairo. Nimmst du vergessen. Was? Ja, sag es ab. Ich spiele nicht. Was guckt ihr denn so? Ich hab keinen Bock. Punkt aus. Alex, meinst du nicht, bitte halten Sie sich heraus. Lass sie in Ruhe. Gratuliere, das haben Sie ja fein hingekriegt. An Bord sehen wir erstmal, was mit deiner Hand ist und dann sehen wir weiter. Sag meinem Vater, wir werden gar nichts weiter sehen. Ich hab mich nämlich schon entschieden. Der Typ hat Sandra dann einfach so am Strand angequatscht, ja? Aha, und jetzt sind sie tanzen gegangen. Dann musst du wohl für den Rest des Abends mit mir Vorlieb nehmen. Ich gehe einfach früh schlafen. Ach, Quatsch, doch nicht ohne Essen und vor allem auch nicht ohne Nachtisch. Kennst mich doch. Ich mag nichts Süßes. Ja, aber Menschen ändern sich manchmal. Ich übrigens auch. Und warum soll ich dir das jetzt glauben? Weil wir zum ersten Mal unter uns sind. Ich wollte mich die ganze Zeit schon bei dir entschuldigen. Und wofür jetzt genau? Wegen der Sache mit Petra damals. Das war nicht fair, ich hätte dich nicht anbaggern dürfen. Aber es gibt da auch was, was du nicht weißt. Petra hat mir damals nämlich gesagt, dass... Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ist im Grunde genommen auch völlig egal, weil wirklich wichtig ist nämlich, dass mir damals schon klar war, dass ich mit der Falschen zusammen bin. So ein Pech aber auch. Nee, ich meine es ernst. Ich fand dich damals schon absolut umwerfend. Ich mach das alleine. Ah, siehst du? Ist mal definitiv zu viel Pinienlikör. Zu klebrig und zu viel Alkohol. Ja, ich. Könntest du vielleicht da rauskommen? Das wäre sehr. Boah. Ja. Benni, das war ein schöner Abend. Lass uns das nicht kaputt machen. Ich will keine Kerbe in deinem Colt sein. Thank you.
Herr Meier. Du kannst dich gerne noch zu mir setzen. Sag mal! Spinnst du jetzt? Was ist denn los? Was soll das? Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Das sollte ich dich fragen. Wie war's denn? Oh, lass uns nicht darüber reden. Okay. Mein Abend war im Grunde genommen auch völlig für die Katze. Wieso? Maya hat mir eine gescheuert, aber wollte ich nur verhindern, dass sie im Pool fällt. Oh, ist sie wieder schlafgewandelt? Na klar. Nee, wirklich, das macht sie in letzter Zeit öfters. Auf dem Schiff letztens auch schon. Da seid ihr euch doch auch begegnet, in der Küche. Ich weiß ja das Schicksal, dass ihr zwei zusammenkommt. Ja, da sollte das Schicksal Maya aber mal darüber informieren. Die will nämlich nichts von mir wissen. Aber du? Ja, das wollte ich ja schon vor Jahren. Aber da hat ihre Freundin Petra mir ja gesagt, dass sie sich nicht für mich interessiert. Und dann bin ich halt mit Petra zusammengekommen. Du liebst sie wirklich. Was soll ich denn jetzt machen? Erstmal keine Sorgen. Ich regel das schon. Also eine Fraktur ist es nicht. Na Gott sei Dank. Die Sehne scheint ein bisschen überdehnt zu sein, aber auch davon wirst du in ein paar Tagen nichts mehr spüren. Naja. Frau Karre, entschuldigen Sie, aber das Schiff, das legt bald ab und bevor ich von Bord gehe, wollte ich Ihnen das noch geben. Ein Scheck? 50.000 Euro. Jesus Maria, das ist viel Geld. Ohne Sie wäre der Diamant vermutlich in irgendeiner Privatsammlung verschwunden. Ich konnte die Versicherung davon überzeugen, dass Sie eine Art Finderlohn verdient haben. Gute Reise noch. Das ist für mich. Das ist wirklich für mich. Oh, danke. Danke, Sie sind ja doch ein guter Mensch. Auf Wiedersehen. Das ist eine Überraschung. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Heimreise. Und Sie tun Gutes damit? Oh ja, das werde ich. Wirklich, das ist für meine Kinder. 50.000 Euro. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich könnte mich daran gewöhnen. Hat sie sich immer noch nicht gemeldet? Nein, leider nicht. Und Sie kriegen wirklich keine Verbindung? Nein, wirklich nicht. Ich versuch's aber gern nochmal. Da denkt die Frau denn nicht daran, dass wir uns Sorgen machen können? Mann, da draußen kann doch sonst was passiert sein. Ich krieg keinen Bissen mehr runter. Und vor allen Dingen morgen meine Uniform nicht zu. Aber Sie müssen. Sonst fühlt sich der Koch in seiner Ehre verletzt und nimmt sich das Leben. Wenn das bei uns so wäre, gäb's nur noch tote Köche. Bei all den Supermodel-Typen, die sich durchs Leben hungern. Sagen Sie mir ganz einfach, wann ich Sie nach Hause bringen lassen darf. Jetzt? Vergessen Sie uns nicht. Und erzählen Sie von dem, was Sie gesehen und gefühlt haben.
Darf ich Ihnen zum Abschied ein Geschenk machen? Es ist ein Stein, der Ihnen Glück bringen soll. Ein Glücksstein? Und die schönste Feder aus dem Gefieder Ihres Lieblingsfalken? Danke. Exzellenz. Da nicht für, wie die Hamburger sagen. Also das gibt es doch nicht. So lange war sie doch noch nie weg. Stimmt irgendwas nicht. Was denn? Machen Sie sich etwas Sorgen um mich? Nein, wieso? Woher denn? Doch, Sie machen sich Sorgen um mich. Der letzte Mensch, der mich so angeguckt hat, war meine Mutter, als ich mit Scharlach und 40 Grad Fieber im Bett lag. Petra, alles im grünen Bereich? Alles in Ordnung, es war ruhig. Wie sehen Sie überhaupt aus? Tja, das ist das, was man in der Wüste trägt. Sie haben was vergessen, Beatrice. Oh, mein Glücksstein. Aha, ist aber ziemlich schwer. Was für ein Stein ist denn das? Also, ich bin ja kein Experte, aber ich würde sagen, wenn Sie den zu Geld machen, können Sie anschließend das ganze Schiff kaufen. Dann passen Sie mal auf, dass ich das nicht tue. Sonst wäre ich hier nämlich der Chef. Sind, redest du kein Wort mehr mit mir. Kannst du mir das mal bitte erklären? Du weißt genau, was los ist. Nein, woher denn auch? Was habe ich denn verbrochen? Gar nichts. Ey, ich scheue Benny ein und gleich schnappst du ihn dir. Ich habe mir Benny nicht geschnappt. Na dann er eben dich. Mann, ich habe euch gesehen. Im Pool, halb nackt. Du bist eifersüchtig. So ein Quatsch. Da gäbe es auch überhaupt keinen Grund zu. Er liebt ohnehin nur dich. Und das hat er auch schon immer. Wie bitte? Ja, das hat er mir gestanden, bevor ich in den Pool geplumpst bin. Also ich war ziemlich betüdelt und dann habe ich ihn leider mit reingezogen. Und dann haben wir noch ein bisschen geplanscht und das war's dann auch schon. Schade eigentlich. Benny liebt dich. Oh. Jetzt garantiert nicht mehr. So wie ich mich angestellt habe. Einen wunderschönen guten Morgen. Warum haben Sie sich denn noch keine Matten geholt? Oh. Greift zu, bitte. Jeder eine? Gar kein Absender. Ach, Alex. Nimm mir auch eine. Ja, da hören wir doch gleich mal rein, oder? So, stellen Sie sich bitte auf die Matte. Füße parallel. Och, das klingt aber schön. Da passt doch der Sonnengruß perfekt dazu. Beine parallel, Arme auseinander, einatmen und beim Ausatmen nach vorne. Iss! Zucker beruhigt. Du Gute! Danke. Du hast das Richtige getan. Ich weiß. Ich fühle es. Hier. Aber wer im Leben ist schon immer vernünftig und tut das Richtige? Wird er wieder stehlen? Er hat nichts anderes gelernt. Aber ich werde für ihn beten. Dass er nicht mehr stiehlt oder dass er nicht erwischt wird? Das bleibt mein Geheimnis. In Ewigkeit, Amen. Ach, guten Tag, Herr Brenner. Wissen Sie, wo ich Alexander finde? Ist er nicht bei Ihnen? Nein. Dann weiß ich es auch nicht. Mein Sohn redet nicht mehr mit mir. Ja, aber vielleicht sollten wir mal miteinander reden. Ach ja, worüber denn? Soll ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Arbeit vieler Jahre und eine hoffnungsvolle Karriere zerstört haben? Sie wissen, dass das nicht stimmt. Ihre Probleme mit Alexander haben nichts mit mir zu tun. Ach nein, bevor Sie aufgetaucht sind, gab es überhaupt keine Probleme zwischen mir und meinem Sohn. Ich habe alles dafür getan, dass er eine anständige Ausbildung bekommt, damit er sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Und das alles schmeißt er jetzt weg. Vielleicht macht er ja eine Karriere als Yoga-Lehrer. Herr Brenner, ich weiß, Sie wollen nur das Beste für Ihren Sohn. Und Sie sind ihm auch sicherlich ein guter Vater. Aber Alexander ist erwachsen.
Er braucht seine Freiheit. Um mit einem Motorrad durch die Wüste zu rasen und sich dabei den Hals zu brechen. Alexander muss lernen, eigene Entscheidungen zu fällen. Und Sie sollten ihm dabei helfen. Ja, wenn ich das mal könnte. Er will, dass ich alle seine Konzerte absage. Das ist eine Katastrophe. Wissen Sie, meine Frau hat sein Talent als Erste erkannt. Sie hat ihm Klavierspielen beigebracht. Sie wusste von Anfang an, dass er ein ganz Großer werden kann. Ich habe ihr versprochen, dass ich alles in meiner Kraft Stehende tun werde, damit Alexander... Hier bist du. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Ich muss mal in die Luft. Kein Wunder nach dem Berg Zwiebeln, den du geschnippelt hast. Ich glaube, Benny will überhaupt nichts mehr von mir wissen. Ich habe eine Idee. Das ist es. Was? Du musst noch einmal für Benny schlafwandeln. Er hat dich schon mal gerettet und er wird es wieder tun. Und dann liegst du in seinen Armen und dann? Was dann? Na, dann bedankst du dich mal nicht mit einer Ohrfeige, hm? Nur für dich. Für die schönste und tollste Frau der Welt. Inka, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich weiß, dass ich viel jünger bin als du. Und ich weiß... Stopp. Alex. Ich kann dir eine gute Freundin sein. Mehr nicht. Und was ist, wenn ich hier an Bord als Pianist anfange? Warum willst du dem armen Mann seinen Job wegnehmen? Weil ich besser bin. Alex. Du hast eine große Begabung. Das ist ein Geschenk. Sowas schmeißt man doch nicht einfach weg. Weißt du, wie viele junge, begabte Pianisten da draußen rumschwirren? Vielleicht sind die alle besser als ich. Ich kann das nicht beurteilen, Alex. Aber dein Vater. Und er ist sich ganz sicher, dass du ein ganz außergewöhnlicher Pianist werden kannst. Schau mal, das Schwert des Orion. Du lernst es nie. Das ist Sirius. Sicher? Ganz sicher. Inka hat mit mir gesprochen. Was ich sagen wollte... Nee, dann... Ich fange mal an, ja? Also, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich wollte wohl nicht wahrhaben, wie erwachsen du schon bist. Ich war mir so sicher, in deinem Interesse zu handeln, dass ich ganz vergessen habe, dich zu fragen, was du eigentlich willst. Was jetzt machen? Ja. Also, was willst du? Mehr mitbekommen im Leben. Ich möchte neue Dinge ausprobieren. Manchmal auch ohne dich. Alexander, wenn du einen neuen Lehrer brauchst, ja, dann musst du mir das nur sagen. Ich will dir dabei nicht im Wege stehen. Ich will aber keinen neuen Lehrer. Nur manchmal kann ich gar nicht mehr richtig unterscheiden,
Bist du jetzt mein Vater oder mein Lehrer? Es geht mir ganz ehrlich. Mir ist es wichtig, dein Vater zu sein. Ein guter Vater. Das bist du. Das bist du wirklich. Vielen Dank. Das erste Stück widme ich einer außergewöhnlichen Frau und guten Freundin. Benni, mach mal auf, hier ist Sandra. Ja, halt, entschuldig mal. Hey, sag mal, haben wir das Thema nicht eigentlich schon durch miteinander? Maja ist weg. Ja und? Sie schlafwandelt wieder. Da guckst du halt mal in der Küche. Da war ich schon und auf dem Mannschaftsdeck auch. Ich finde sie nirgends. Vielleicht ist sie in ihrem Zustand schon lange über Bord. Okay. Nein, du musst noch achtern. Okay. Du schlafwandelst ja gar nicht. Also ich meine, was so viel heißt, wie du kannst damit jetzt auch aufhören. Weil das Wasser ist auch ja, ziemlich kalt. Und hier steht dann auch ein ziemlich großer Eisberg. Hallo? Ja, wolltest du mich auf den Arm nehmen? Na, bitte einen Grund, warum ich dich hätte retten sollen. Weil du mich liebst. Na ja? Wie kannst du dir da so sicher sein? Wer ist mir sonst hinterhergesprungen? Wolltest du denn gerettet werden? Ich glaube schon. Benni. Ey, was machst du denn? Ich schlepp dich ab. Sehr romantisch. Ich bin rettungslos und nicht verliebt, Maja. Du Süßholzraspler. Jetzt küss mich. Vor im Harem zu bleiben, Beatrice. Wieso hat es denn nicht geklappt? Den war ich zu dünn. Wie immer haben wir auf unserer Reise viel erlebt, gesehen und diesmal auch gehört. Musik,
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, hat ein großer Denker mal gesagt. Ich möchte hinzufügen, ohne die Liebe auch. Die Liebe hat viele Formen, die Elternliebe, die Freundesliebe, wie auch die unerfüllte Liebe. Und sie macht immer Sinn. Sogar dann, wenn man aus Überzeugung einen geliebten Menschen zu seinem Besten, zum Guten zwingt. Ich hoffe, Sie hatten bei dieser Reise Momente des Besonderen, des Glücks. So wie unsere liebe Beatrice, die an einem besonderen Tag in der Wüste Teil eines arabischen Märchens war. Das Glück, so haben wir es auch auf dieser Reise wieder erfahren, geht oft verschlungene Pfade. Aber es findet immer mit schlafwandlerischer Sicherheit sein vorbestimmtes Ziel. Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Hast du wenigstens von mir geträumt? Ab jetzt immer. Kommen Sie gut nach Hause. Und, auf Wiedersehen auf der MS Deutschland.